Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde vom Fundcast. Ich freue mich über einen neuen, ganz speziellen Gast, der sich gleich selber kurz vorstellt. Hallo, lieber Marco. Hey. Hallo Jan. Hey, ja, Marco, darf ich dich gerade fragen, wo du sitzt gerade? Wo, in welcher Stadt oder so bist du gerade? Genau, ich sitze in der Nähe von Stuttgart und bin da am CSR Forum 2016. Okay, in Ludwigsburg. In Ludwigsburg, okay, genau. Okay, sehr gut. Und ja, vielleicht stellst du dich selber kurz vor. Wer bist du und was machst du? Genau, ich bin der Marco. Ich bin Gründungsmitglied, geistiger Vater von Raise Now. Und ja, was mache ich so? Ich berate Kunden, ich entwickle gute Produkte, denke ich. Ja, und begeistert. Ja, genau, muss man sagen, Raise Now, also letztendlich Produkte, um Digital Online Fundraising, damit ja, Organisationen online Digital Fundraising machen können. Ne? Genau. Darum auch du. Du bist schon wie lange genau im Fundraising, Digital Fundraising jetzt aktiv? Seit 1900 irgendwas? Genau, 1900 gab es noch kein Internet. eigentlich so Digital Fundraising als solches, glaube ich, erst um 2002. Mhm. Okay. Also erst, gut, für viele war das schon sehr früh. Mhm. Wir haben da erste Erfahrungen gemacht, damals noch mit der Agentur GetUnique, mhm. Die ich auch aufgebaut habe. Und da haben wir ja, das erste große internationale Kunden dann eben beraten im Bereich Digital Fundraising. Da war noch zu Beginn das Problem, ja, sollen wir es jetzt Fundraising nennen oder mhm, Fundraising? Mhm. Wir haben dann auch mit den ganz normalen, grundlegenden Problemen gekämpft. Mhm. Ja, und dann ist es im 2008, 2009 haben wir uns dann entschieden, das ganz gezielt anzugehen und da wirklich den Organisationen, Hilfswerken zu helfen, mhm. im digitalen Bereich Spenden zu sammeln. Okay, also auch du ein Experte im digitalen Fundraising und auch an dich deswegen die Frage, Digital Fundraising weltweit oder schweizweit, Deutschland, wo auch immer weit, what's hot, what's new? Was ist deine Antwort dazu? Ja, spannende Frage. Ich denke auch, die Vorredner, ich habe ja da schon den einen oder anderen gesehen auf Video. Wie, wo das denn? Ist eine sehr allgemeine Frage. Mhm. Ich teile da die Meinung mit dem amerikanischen Kollegen, dass eben das eigentlich zwei Fragen in einer sind, mhm. eben das Thema Hot und das Thema New. Ich denke, wenn es ums Thema Hot geht, also sprich, was konkret nutzen die Organisationen heute, mhm. um wirklich Geld digital zu sammeln, da denke ich, da sind jetzt momentan zwei Themen spannend. Das eine ist, dass aktuell sehr viel investiert wird in den Bereich E-Mail-Marketing, mhm. Automatisierung. Mhm. Das heißt de facto das Thema durchgängige Spenderreisen zu konzipieren, insbesondere damit E-Mail auch mhm. die Kommunikation zu verbessern. Das bedingt, dass man CRM-Anbindungen hat, die nahtlos integriert sind dann in E-Mail-Marketing-Systeme, dass man die Websites dann auch nahtlos angebunden hat, dass die ganzen Bezahlsysteme auch nahtlos gehalten werden. Und das sehen wir jetzt von der RaiseNow-Seite her, dass da sehr viele Organisationen in dem Bereich explizit investieren, weil sie glauben, und ich denke, da sind sie auch richtig, dass es gerade insbesondere eben E-Mail noch viel mhm. mehr bieten kann, als was bis anhin auch genutzt wurde seitens der Hilfswerke. Ja. Das zweite Thema ist eher ein organisatorisches Thema. Okay. Ich glaube, das ist für mich eines der Kernprobleme, wieso das Digital Fundraising in Zentraleuropa noch nicht abgehoben hat. Mhm. Wir haben einfach zu wenig Manpower, auch zu wenig Cleverness im Digitalbereich am Start. Sehr viele Hilfswerke sind nach wie vor in diesem Kanaldenken drin. Wir haben die Direct-Mailing-Spezialisten, wir haben die Face-to-Face-Spezialisten. Und alle reden vom Multichannel. Alle mhm. wissen, unsere Spenderinnen und Spender sind nicht nur einfach ein Kanal, mhm. sondern sie sind Individuen, die eben über verschiedene Kanäle auch interagieren möchten. Mhm. Und da sehe ich, dass endlich jetzt Organisationen dahingehend, dass sie sagen, okay, wir brauchen auch Multi-Channel-Spezialisten. Okay. Das heißt jetzt de facto, bis anhin, es braucht, und das wird es auch immer geben, diese Channel-Spezialisten. Ich brauche den Direct-Mailing-Spezialist. Mhm. Ich brauche auch vielleicht den Digital-Fundraising-Spezialist. Mhm.
Was es jetzt aber effektiv braucht, um wirklich was rauszuholen aus dem Ganzen, ist die Multi-Channel-Spezialisten, die eben die Brücken schlagen zwischen dem einen und dem anderen Kanal, die wirklich übergreifende Prozesse eben bauen können, die dann wirklich das Spender- und Spenderinnen-Erlebnis maximieren. Ja, und, spannender Ansatz. Das ist, so, das ist für mich der Ansatz, wo ich finde, okay, jetzt gibt es endlich Organisationen, die verstanden haben, wie sie das auch organisatorisch lösen müssen, weil da, glaube ich, da ist eigentlich die Wurzel des Problems, ist, dass sie organisatorisch meistens schlecht aufgestellt sind, dadurch auch Digital Fundraising gar nicht abheben kann. Ja, also Multi-Channel-Fundraiserinnen oder so, ne? Oder Experten oder wie auch immer. Welche Qualifikationen sollten die dann haben? Ne? Das ist auch noch eine spannende Anschlussfrage. Wenn du auf deiner Visitenkarte Fundraiser stehst, dann müsstest du meiner Meinung nach schon Multi-Channel denken. Müsstest du das alles haben, ne? Genau. Ja. Sind die meisten aber nicht, wenn sie dann ganz ehrlich zu sich sind, haben sie ganz klare Präferenzen, wo sie sich gut auskennen. Ja, genau. Dann haben sie gewisse Teile, die sie sich eben noch aneignen wollen oder wo sie eben sagen, okay, ich brauche da noch Hilfe. Und es gibt clevere Leute, die da eben wirklich Prozesse modellieren können, die wirklich auch das drauf haben. Die Stellenausschreibung, ich kann da gerne Hilfestellung bieten dafür. habe das auch schon für Hilfswerke gemacht, die mich da explizit dafür gefragt haben. Okay. Genau. Und die es machen, die haben echt Erfolg. Also das waren jetzt deine zwei Hot-Punkte. Genau, das ist das, was momentan da ist, da was auch wirklich hilft, Geld zu verdienen. Weil die Organisationen, die da in den zwei Bereichen wirklich Gas geben, die maximieren gerade momentan oder erhöhen ihren Spendenanteil online. Ja, okay. Dann hast du auch noch was im New-Anteil? Genau, der New-Anteil. Ja, das ist so das Thema, eben, was gibt es da Spannendes? Es gibt da einiges Spannendes, was auch schon im Vorredner gesagt haben, der Thilo zum Beispiel. Eben das Thema Peer-to-Peer ist ganz klar nach wie vor ein Thema, was momentan einfach daran scheitert, dass es von der Manpower-Seite her nicht gestemmt werden kann. Und jetzt ist da langsam, gibt es Organisationen, die auch Success-Stories eben an den Tag legen können. Und da ist jetzt wirklich so, da kommt jetzt wirklich noch einmal frischer Wind rein. Die Thematik mit diesen VR, also die Virtual Reality, Augmented Reality-Themen, das gibt es schon länger, ehrlich gesagt. So new ist das nicht. Ich finde, das sind aber durchaus spannende Donner-Journeys möglich. Es gibt auch schon Verfechter davon, dass das neue Ding ist. Ich sehe das nicht so. Es ist im Endeffekt einfach eine Erweiterung. Es braucht auch entsprechend dann die Ausrüstung seitens der Spenderinnen und Spender. Also von dem her glaube ich eher daran, dass es ein sehr cooles Teil ist, wenn du irgendwo in den direkten Kontakt kommst. Also Face-to-Face zum Beispiel könnte meiner Meinung nach auch von solchen Applikationen profitieren. Okay. Ein weiteres ganz spannendes Thema ist die Thematik, ich habe es schon vorher gerade kurz erwähnt, Face-to-Face. Überlegt man sich, okay, was hat jetzt Face-to-Face mit Digital Fundraising zu tun? Und was ist daran new? Was ist daran new? Ja. Face-to-Face ist, auch, ist nicht new, Digital Fundraising ist auch nicht new, aber die Verbindung davon, das ist was dann ganz spannend ist. Nämlich, ich kann da schon mal ein bisschen was darüber erzählen, nämlich die einfache Donor-Journey, ich schließe auf der Straße, werde ich Förderer. Ich werde dann da gerade unmittelbar danach online weiter betreut. Das heißt, ich habe zum Beispiel personalisierte E-Mail gerade nach dem Abschluss, die mich auf die Webseite der Organisation leitet. Ja. Da sehe ich nochmals, was ich meine Zusage gegeben habe, kann da noch gerade ein Feedback abgeben zur Stressqualität, dialogseitig, kann dann auch noch gerade ein Upgrade machen. Ja. Genau, da sind wir gerade so in dem Thema sind wir gerade drin, ganz, ganz new, das ist wirklich was Neues, ja. Sehr gut. Wahnsinn. Vielen Dank. Damit würde ich es schon belassen. 9 Minuten sind um, wir sind unter der 10-Minuten-Marke geblieben, das war unser Ziel. Und vielen herzlichen Dank und dann noch viel Spaß in Ludwigsburg beim CSR-Forum. Ja, dankeschön, dir auch. Ciao, ciao. Sehr gut. Ja, sehr gelegen. Möchtest du noch was aufnehmen? Nee, super. Alles gut. Danke.